gemacht. Ich bedanke mich für großartiges Fallen bei den letzten beiden Spielen gegen Schwenningen. Wie ein Teufelskerl haben wir gehalten unsere 25 Sebastian! Sebastian hat wirklich großartig gehalten, nicht nur im Playoff, ich muss sagen. Der andere von den beiden hat zwar in den Playoffs nicht gespielt, aber Basti wird gleich nicken. Er hat großartigen Support geleistet, war das ganze Jahr über genauso wie Basti für die Herzen München. Er hat viele Siege für uns festgehalten. Hier ist unsere 29, komm nach vorne, Schuri! Kommen wir zu einem Mann, der eine sehr, sehr schwierige Saison hatte. Unser Kapitän, gebrochener Kiefer, scheiß drauf, ich spiele weiter für die Erste München. Ein ganz, ganz wichtiges Tor, sein 1:0 gegen Ravensburg. Hier ist unser aktives Glücksspiel! Kader des EHC München, da gibt es einen, der macht keine Gefangenen. Wenn er irgendwo hingeht, dann ist Schluss mit Lustig. Er ist die Maschine, er ist Hilpo, er ist die Nummer 11, er ist Daniel! Es dauert bloß einen Moment, weil bei uns hier ist es genauso, wollen wir mal kommen. Er kam erst im letzten Jahr, im Dezember 2009 zu uns, ist eine echte Verstärkung für den EHC München. Unsere Nummer 12, Dominik! Dominik Oschi, ja, der Nächste, den er gleich nach vorne runterschreibt. Das ist ein Mann, der hat eine ganz starke Playoff-Zeit jetzt gespielt. Er hat es immer die Sonne-Geschichte, darf ich schnell erzählen, einmal ganz, ganz schwer abgelost gegen unsere Kanadier, denn er hat als Österreicher erzählt, ja, bei der Olympiade in Vancouver, da holen meine Österreicher Medaillen und so weiter. Dann hat er die Wette eingegangen, musste dann in Kanada-T-Shirt ändern, unsere 13 Patrick! Er hatte die Möglichkeit in den Playoffs, entweder Augsburg oder München. Er hat sich ganz klar für den EHC entschieden, hat eine riesen Saison gespielt, einen riesen Schritt gemacht, geht leider Gottes zum AEV zurück. Wir freuen uns trotzdem und sagen danke für diese großartige Saison. Der Nummer 20, Patrick!
sagen, also mehr als Stadionsprecher, als auf der Tribüne zu schreiben, hey Slaven Zinski, du Schottel, mehr konnte ich nicht tun. Ein anderer war nicht auf dem Eis, aber war für die Mannschaft bei Tag und bei Nacht da. Er war immer dabei, das Sprachrohr, die Verbindung zwischen Trainer und der Mannschaft. Christian Winkler hat mir heute Nachmittag gesagt, er hat maßgeblichen Anteil, dass wir Meister geworden sind. Unsere Nummer 41, Andi! Wo sind eigentlich die Schlüssel? Im dritten Finale wusste er 10 Minuten, bevor es losging, nicht, dass er gleich für den EHC München auf dem Eis steht. Hat seine Sache mehr als gut gemacht. Die 45, Daniel! Genie und Wahnsinn, sagt der Trainer, liegen manchmal ganz nah beieinander. Unser nächster Spieler, er ist grundsätzlich, ganz egal um was es geht, ob es ins Einsteigen in den Meisterbus geht oder ums Fertigmachen oder um irgendwas Offizielles, er ist immer der Letzte. Aber wenn es darum geht, zuerst an der Scheibe zu sein, dann hat er die Nase vorn. Er ist der gefürchtete Tischjockey im Bus. Hier ist die 77. Hier ist Kevin! Spieler kommt gleich zu uns. Er ist immer voll da, wenn es wichtig ist. Er ist der Einzige, der La Paloma Stereo pfeifen kann. In der 1-zu-1-Situation ist er einer der Besten. Eine absolute Kampfsau mit der 95-5. Hier ist Dave! Mit den Augen unseres sportlichen Managers Christian Winkler hinsieht, dann erkennt man, er sieht aus wie Ernst Hüpfner Junior. Ist so. Er ist in der Powerlinie mit Martin Buchwieser. Er ist die 5, er ist Christian.